So, und damit willkommen zurück zu Let's Play Shakes and Fidget. Ja, das Fenster scheint mir ein bisschen verschoben zu sein. Ach, egal. Ja, was will ich euch heute so alles Schönes erzählen? Welt 18. Die Gilde hat sich ein wenig gefüllt. Wir haben jetzt Montag, genau denselben Tag, wo ich auch das gestrige Video von Spellstone aufgenommen habe. 20 Ausbaustufen ist. Also, es sind noch ein paar Power-Stufen vor der Nase. Die Spenden, die seht ihr gerade, wer was gespendet hat. Gehen wir auf Aktivität. Momentan kein großartig inaktiver dabei, wo wir jetzt aussortieren würden von den Spenden her. Hier die Tränke, jeder hat recht gut Tränke. Man muss nicht immer erwürfeln, um einen neuen Trank zu kriegen, ist auch okay. Hier sieht man, okay, Non-Pilzer ist auch okay, sagt keiner was gegen. Man kann ja auch einfach nur 100 Alu spielen. Wie gesagt, von den Spenden her sieht das momentan relativ gut aus. Der ein oder andere könnte einen Zacken zulegen, ist aber halb so wild. Erstmal dauert halt ein Zucken länger, bis wir das Quartier weit genug ausgebaut haben, um halt Leute entsprechend einzuladen. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Alles halb so wild. Was habe ich hier noch so Schönes geschafft in der Zwischenzeit? Charakter Level 25, das heißt Festung. Ab Level 25 freigeschaltet. Das heißt, am Anfang die Festung bauen kostet nur, in Anführungsstrichen, nur 100 Gold. Die hätte ich auch spenden können, ja, aber ich wollte die Festung schon mal stehen haben, um an eine Ritterhalle ranzukommen und habe dann gesehen, oh. 720, 240. Könnte man machen, heißt aber viel, viel hier sparen. Das heißt, wenn das Gold passt, baue ich die Festung erstmal aus. Ab Festungsstufe 3 könnt ihr hier die Edelsteinmine bauen. Kostet 150 Gold. Jeder Edelstein zum Forschen bzw. ranholen kostet auch 150 Gold. Ist nicht das günstigste, aber wenn ihr Sachen mit Sockel kriegt, lohnt es sich doch. Richtigen Festungsguide werde ich erst später betreiben. Das nächste, was wir als neues Gebäude bauen, warte mal, jetzt weiß ich nicht, ob es auch Arbeiterquartier, zu wenig Gold, Ressourcen, müssen wir also noch ein bisschen größer werden. Kaserne, Festung, Stufe 4. Heißt, recht schnell Stufe 4 kriegen für die Kaserne und ab dem Zeitpunkt gehe ich dann hier alle Gebäude einmal durch, wenn. Warte mal, Kaserne, Stufe 4, Stufe 7, Stufe. Ja, okay. Ich fange an dann mit Stufe. Ich weiß es nicht. Ach kommt, mit Stufe 4, wenn die Kaserne steht, erkläre ich euch, wie man mit der Festung recht schnell nach vorne kommt. Kann halt noch einige Tage dauern, eventuell schon im nächsten Video, wenn ich schnell bin. Gildenausbau nach vorne schreitet, wir Leute reinkriegen, die ordentlich spenden, etc. pp. Dann geht es noch einen Tacken schneller. Über die Gildenboni holt man halt verdammt, verdammt, verdammt viel raus. Und ja, ihr habt euch sicher gefragt gehabt, was ist jetzt aus dem Speed-Server mit dem Rankings geworden? Die Rankings, die von vornherein feststanden, sind die normalen Einzelspieler-Rankings, weil man ja ab 0 Uhr keine Kämpfe mehr machen konnte. Ja, da wissen die Leute schon längst, so und so schaut's aus. Und jetzt gehen wir auf die Hauptseite von Shakes and Fidgets, auf sfgame.de, wisst ihr was? Auch wenn ihr es nicht seht, ich kopiere mir jetzt die Hauptseite raus. Und werde sie unter den zukünftigen Videos einfach mal verlinken, damit ihr direkt die Hauptseite habt. Hier schön Screenshots, Game Trailer und Speed Server Top 30. Genau da klicken wir jetzt drauf und gucken uns das an. Und wie gesagt, hier Helden standen von vornherein fest. GZ an alle, die da so richtig Gas gegeben haben, da Pilze reingekloppt haben, weil ohne ging es garantiert nicht, auch mit ein paar Hardstripes in den Dungeons. Da habt ihr ordentlich Gas gegeben, ordentlich in eine Tasche für gegriffen. Da mache ich jede Wette drauf, da wird kein Free-to-Play-Spieler bei gewesen sein. Und
wenn man sich die Liste schon anguckt mit Remembers, 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 wundert es nicht, dass auf Platz 1, ja, Remembers steht. Axel World haben wir auch in den normalen Top 100, jo, Top 30. 1, 2, so ein paar Mal. Also, was man hier sieht, sieht man hier fast auch, oder? Ne, Aurora sehe ich jetzt in der Recht. Doch, ist auf Platz 4 Aurora. Ich möchte das gerne mal überprüfen. Mo, 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 mo. Nein, Moherki ist nicht dabei unter den Top 30, aber es hat sich ein Spieler da reingemogelt in den Spieler Top 30 und das ist nochmal eine deutlich stärkere Leistung gefühlt. Und hier wir als Spieletrendsgilde von Platz 33 durch einen gewonnenen Kampf, der noch zählte, auf Platz 26 gekommen und wir sind drin. Und Schilling war der Gildenleiter. Und ja, ihr habt es bei ihm, glaube ich, gesehen, wie er sich hochgelevelt hat. Das war deutlich stärker als ursprünglich vermutet. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Und wir hatten auch deutlich nicht den Gildenvollausbau mit 31 Mitgliedern nur. Entsprechend sahen die anderen Ausbauten auch aus. Aber wir haben uns gemausert, wir haben uns durchgebissen und wir wurden belohnt. Ich danke dafür allen, die teilgenommen haben. Und ja, wenn wir gerade beim Thema Gilde sind und Mitglieder. Einige Leute vom von der Speedserver-Gilde wurden aufgenommen, so sang- und klanglos aufgenommen. Dann haben wir auch schon zwei Spieler, wenn ich es richtig auf dem Kopf habe, wieder rausschmeißen müssen. Aus dem einfachen Grund, Spendenmoral entsprechend einbringen in die Gilde, gleich 0. Oder so gut wie 0, sagen wir mal besser so. Da haben wir nur gesagt, Leute, wir wollen Ausbau haben, wir wollen neue Leute reinkriegen und wenn nicht gespendet wird, dann kriegen wir den Ausbau nicht hin. Man muss sich einbringen. Anfangs mit Spenden, hinterher mit Teilnehmen von Raids bzw. den Gildenkämpfen und halt das Leveln, um halt höhere, um mehr bewirken zu können. Auch Ritterhalle mäßig bei Leuten ab Stufe 25. Sollte man auch damit rechnen, dass man ein bisschen was in die Gildenhalle rein investiert wird. Das sind so die Kleinigkeiten, die eigentlich selbstverständlich sein müssen. Und wenn die nicht funktionieren, sorry, aber besonders bei Platzmangel, wenn man dann vielversprechende Bewerbungen hat, denen man eine Chance geben möchte irgendwo und die eventuell sogar noch deutlich mehr reinbringen. Ich rede noch nicht mal von Pilzen, sondern einfach nur sich mehr einbringen, mehr für die Gemeinschaft tun, um gemeinschaftlich nach vorne zu kommen. Dann nimmt man die Leute halt lieber und nimmt die Leute, die sich nicht wirklich einbringen, nimmt man sie raus. Ist vollkommen natürlich und das ist auch nicht so nah so hoch, hey, wir sind was Besseres, sondern einfach nur, hey, wir wollen als Team vorankommen und das schwächste Glied, was einfach nicht will, wird aussortiert. Und das liest man raus, beziehungsweise man kriegt das mit, wenn man eine Rundmail schreibt und dann kriegt man 12, 13, 14 Stunden einfach keine Antwort, aber die Person war dann zwischenzeitlich 3 Stunden online. Dann weiß man haargenau, die Person will sich gar nicht einbringen, also macht das keinen Sinn. Ich hoffe, jeder, der das sieht, gegebenenfalls auch von den Gildenleuten, hat da Verständnis für, ihr wisst schon, was ich meine. Wer sich wundert, warum hier nur 10 Pilze stehen, aber hier unten 53 Pilze, bei Pilzspender, ist ganz einfach, ich hatte mir einen anderen Account gemacht, Twitch, hatte mir da schon mal ein bisschen was an Pilz reingehauen, damit ich mir direkt einen Greifen holen kann und nun ja, habe dann feststellen dürfen, dass das Übertragen der Pilze nur mit einem Account geht, der manuell so über der Hauptseite von Shakes and Fidget zum Beispiel erstellt worden ist, eine E-Mail-Adresse angegeben worden ist und so weiter und so fort. Und nur damit funktioniert das Übertragen der Pilze. Nicht über Steam, nicht über Google+. Ich habe es im letzten Video schon erwähnt, aber ich erwähne es gerne noch einmal, weil Safety first. Und ja, mal schauen,
Offizielle Spieletrendgilde Deutsch aktuell voll überfüllt. Überfüllt nicht wirklich, aber wir haben noch 30 Bewerbungen, 30, 40 Bewerbungen offen. Maximal 50 Leute können wir aufnehmen insgesamt. Ja, das funktioniert nicht so ganz. Das heißt, wir müssen da schon ein wenig voraussortieren. Und die Leute müssen halt ein bisschen Geduld haben, sich gegebenenfalls eine Übergangsgilde suchen, um nicht komplett ohne Boni leveln zu müssen. Und dann zwischendurch mal Bescheid sagen, hey, vergesst mir nicht, das Interesse ist noch da, auch wenn ich in der Gilde drin bin, weil wenn man sieht, ey, die Person ist schon in der Gilde, dann denkt man sich auch, ja gut, hat die Person jetzt wirklich noch Interesse? Und wenn man eine Person anschreibt, weiß man ja auch nicht, ob da jetzt kurzfristig eine Antwort kommt. Und wenn man jetzt 20 Leute kurzfristig anschreibt, davon antworten zwei kurzfristig, die etwas schlechter sind, sag ich mal, und 10 verdammt gute, jetzt schon Level 30, so unter dem Motto, aber die antworten erst 5 Stunden später und man hat nur einen Platz gerade frei, dann nimmt man den, der sich als erstes meldet. Aktivität und so. Das ist deutlich schwieriger, als man glaubt, selbst wenn man nicht, so wie im gestrigen Video von Schilling schon erwähnt, direkt so top in den Top 30 sich bewegen möchte mit dem Sammelalbum der Akribe. Da bin ich zum Beispiel jetzt gerade mal auf 18,2%, weil ich da nicht so viel Zeit reinstecke. Habe ich einfach nicht den großen Nerv zu. Rang 373. Jetzt gucken wir uns auch mal die Ehrenhalle an, wo die Leute sich denn da jetzt so bewegen nach den 2 Tagen. Beziehungsweise jetzt dritten Tag schon. Level 31 ist das höchste, 6000 Ehre. 46er Album. Und die Alben sehen alle in den höheren Rängen recht stark aus. So 50, ich habe auch schon irgendwo einen 60er gesehen. Und das macht sich dann hinterher natürlich schon arg bemerkbar. Sneaky, Magierkollege. Und jetzt vergleicht mal diese Werte mit diesen Werten. Ja, ich habe kaum Intelligenzausrüstung gekriegt, aber jede Menge mit Ausdauer. Genauso wie Ausrüstung mit Glück. Entsprechend sehen bei mir auch die Dungeons momentan aus. Ach egal, passt schon alles irgendwie. Ich hoffe aber, dass sich das irgendwie wieder einrenkt. Meine Pilze lassen auch nach und nach. Die Werbung, ach, die seht ihr nicht. Da werde ich mich vorher das Video beenden. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hinterlasst mir Kommentärchen, Däumchen, whateverest. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.